Tito, Reti. Also bei dir läuft auch schon, Kev? Ja, bei mir läuft auch schon. So, die Mucke hier dann. Geil. Ja, die hört man ja eh nicht in den Aufnahmen. Ja. So, dann ein erneutes Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Treffen von Crazy Five YouTube. Der wahrscheinlich einzige oder einer der einzigen Clans, Crews, wie auch immer, die es schafft, mit ihrer ganz normalen Spielweise jeden Tryharder und Griefer von GTA gegen sich aufzubringen, weil wir das Spiel einfach nur ganz normal und öde nach seinem Zweck spielen und nicht irgendwelchen Beschiss die ganze Zeit zeigen. Grüße gehen auch nochmal raus an die ganzen Hater, die auch bei mir beim letzten Video versucht haben, sich mit total sinnlosen Sprüchen einen auf dicke Hose zu machen. Ich werde solche Internet-Rambos nie verstehen, die der Meinung sind, man muss sich auf Facebook oder hier in GTA-Lobbys irgendwie einen auf wichtig tun. Guckt mich an, ich habe kein Leben, keinen Job, keine Familie, keine Freizeit, aber ich weiß, wie man Orbitalkanonen kostenlos spammt und sich God-Mode anmacht bei GTA. Mein Leben ist wunderbar. Aber kommen wir jetzt mal weg von dem ganzen Mist und freuen uns über die, die uns ganz normal zuschauen und die uns Likes da lassen, die sich freuen, dass wir hier spielen, die sich über den Content freuen und über die auch, die da sind und ärgern uns über die, die nicht da sind. Denn wir sind wieder mal nur zu viert. Yvonne ist die Einzige, die sich regulär abgemeldet hat. Der Peach, der hat uns ja leider verlassen. Da gab es kommunikative Differenzen, weswegen man sich da im Guten voneinander getrennt hat. Und der Jascha hat mal wieder, obwohl er sich angemeldet hat, die Erscheinung verweigert, weswegen er wahrscheinlich dann auch später dann aus dieser Crew hier entfernt wird, weil wir haben da einfach keinen Bock mehr drauf, Leuten hinterher zu rennen. Wir sind hier eine Gruppe, die immer zusammen ist. Ich glaube, wir sind größtenteils eigentlich immer da, die jetzt auch hier sitzen. Ja. Sind eigentlich immer da und wir brauchen zuverlässige Leute. Also auch hier nochmal ganz kurz, wenn ihr Bock habt, mal mitzumachen, entweder bei mir melden oder beim Kev da drüben, bei dem Spinner da daneben, der Blonden mit dem dicken Busen sitzt. Stimmt. Und jetzt gebe ich noch ab an denselbigen, denn der hat bestimmt auch noch ein paar Worte an die Leute zu richten, bevor wir dann in die wieder mal leider kleine Playliste starten. Ja, schön, dass ihr auch wieder da seid bei mir, auch an alle Hater. Kuss auf euren Nacken oder wie auch, Kuss aufs Auge oder wie auch immer das heißt. Hoffentlich klappt das alles so mit den Links, wie ich das gerne hätte, nicht so wie bei einem der letzten Videos. Ja, Pokémon für GTA. Ja, das war tatsächlich nur wirklich der Link falsch reingerutscht, warum auch immer. Es gab mal Probleme zwischendurch beim Posten bei YouTube Studio und da muss das wahrscheinlich passiert sein, dass sie die kopierten Links nicht angenommen haben. Was hast du hier? Machst du auch Moonwalk oder was? Aber hörst du das, Sven, das mit dem falsch reinrutschen, das ist nicht nur bei dir so, das passiert ihm auch woanders. Ach, ich ziehe jetzt erstmal durch. Nur so kann ich den Scheiß hier ertragen. Genau. Mit Dinge in den Mund nehmen, kennt sich ja aus. Entschuldige, mach weiter, Kev. Wir haben uns ein bisschen was getan an der Crew. Wie gesagt, einer hat uns aus zeitlichen Gründen verlassen. Du hast es ja schon angesprochen. Einer wird sehr wahrscheinlich, weil unzuverlässig und so. Dafür brauchen wir, die Leute brauchen wir nicht. Und und ein neuer Anwärter, der eigentlich heute mit dabei sein soll, ist auch nicht erschienen. Dementsprechend sind wir halt nur zu viert. Und also zuverlässig meinen wir nicht, ihr müsst hier eine Woche dabei sein. Wir treffen uns ja meistens immer sonntags. Und es geht halt vor allem darum, dass man miteinander redet und nicht einfach nicht erscheint. Und was ist? Ja. Na gut, gehen wir trotzdem zu viert heute unsere Playlist an und dann schauen wir mal, wie viel Spaß wir heute haben. Ich denke mal, von der Stimmung, so wie es letzte Woche war, war es gut. Aber hoffentlich kriegen wir das heute auch mit und wieder zu. Seid ihr alle schon rausgegangen? Ja. Warum muss man da ich will nur gucken, dass der Kevin nie wieder was kaputt macht. Ich mache nie was kaputt. Warte mal, ich muss mal kurz mal hinterherkommen, bevor ich dann starte. Warum ist mein Auto nicht da? Das stand auf der Seite. Auto. Hä? Wo ist denn Sven hier? Hier? Warte, mein Auto steht in der Stadt, oder was? Ah, da. So, ja, also Kev hat ja gerade gesagt, dann schauen wir mal jetzt, wie wir Spaß haben können. Also Svenja, mal bitte einmal vorbeugen. Warte, ich steck rein. Sie freut sich schon. Es geht los. Es wird wieder bunt.
Jetzt wird Blotter verrückt. So, dann starten wir das Ganze mal hier. Warte mal, bring dich mal vor, hier Prostata untersuchen. Ah, nee, das geht ja bei Frauen nicht. Komm her jetzt hier. Die Autos egal. Alle. Hast du dein neu bestellt? Ich hatte ja mein. Ich wundere mich gerade, dass ich mein Auto nicht da ist. Es steht irgendwo Kilometer weit weg. Warum auch immer. Ich kann überhaupt. Ich höre nur irgendwelche Kugeln auf Blech einschlagen. Das ist keine Kugel. Das ist mein Bein. Ach so. Das Auto fehlt die Grün. Scheiß Diesel. Was? Hat das schon die eine? Nee. Ja, da kommt irgendwas. Jetzt, Entschuldigung. Ach, ja. Alles gut. Oh. Überlebenskampf. Okay. Ah, alles warte wieder mal auf die blonde Schnecke. Enrico ist mal wieder außerhalb von der Crew, unserer Crew unterwegs. Geht mal wieder fremd. Ich hab ja gefragt, ob ich wechseln soll. Hat ja keiner was gesagt, also. Oh Gott. Dann, ja, also gut, kannst du ja später noch machen. Nee. 14.000 für Munition. Alter Schwede. Ich hab eben auch 50.000. Ich hab 34.000 bezahlt, also. Ich hab auch 40.000. Ja, das ist nur von letzter Nacht. Na. Was auch immer ihr letzte Woche, letzte Nacht gemacht habt. So. Nochmal? Ja. Wir hatten gerade Hallo gesucht. Alles gut. Ja. Na dann, auf. Ich garantiere aber für nichts, ich habe das hier einfach nur mal runtergeladen, weil das irgendwie total absurd aussah. Dafür testen wir es ja. Ist an sich nichts Neues, oder? Mach dich für die erste Welle bereit, aha, und von wo? Keine Ahnung, ich hab nicht. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Nee, dass das alles nur von hier unten kommt. Befürchtet. Nicht, dass das wieder hier so ein Dingsbums-Scheiß ist, hier so ein Cheater-Scheiß, ja? Mhm. Ja. Ist es so. Die explodieren ja schon von alleine. Das war auch schön. Wartet mal kurz, ich geh nochmal raus hier. Hallo, Granaten rein spam. Toll. Also nochmal raus oder was? Aus dem Job? Ja, ich entferne das und wir starten mit einem anderen in die Playlist, Alter. So ein Scheiß. Ach, ich hätte. Ja, gut, okay. Alles gut. Dann werden sie jetzt auch durchziehen können mit vier Leuten. Wäre schon lustig geworden. Obwohl, da wäre eigentlich, wer die meisten Granaten hat, wahrscheinlich gewesen. Okay, jetzt bin ich in der Einladungslobby gelandet. So. So ein Schwachsinn, nee. Ja, das ist halt der Cheater-Scheiß, den die anderen erstellen. Ja, ist gut. Fertig. Nimm doch mal dein eigenes, also. Ich bin noch nie bereit. Ich wollte gerade Markus nachbauen, auf einmal hieß es, die Lobby deiner Nachbarns ist leider voll. Ich habe eine Einladung dazu. Niemand lädt mich ein, keiner mag mich.
So ist es halt manchmal. So. Jetzt will ich wieder Kevin sie spielt. Die Fresse hat fertig. Das ist kein Grund, Ausfallsperr. Mein kleines Birkstück. Kennst du Chuck und Larry? Ja. Hä? Ja, aber vor Jahren mal gesehen. Dann ist das nicht mit Adam Sandler und Kevin James? Wie geht das schon mal hier? Boah. Ah, da. Genau, sag mal bitte Butter, mein Brötchen. Oh Gott. Und tschüss. Hä? Was jetzt, Moritz? Ja, ich hab, da war hier einer reingerutscht, der. Ja, gut, also ein Fremder war hier reingerutscht in die, in die Lobby. Ich kenn Sven ja sicher auch. Nee, bei mir sind es immer Unbekannte. Kann aber auch schief gehen. Ich bin schon da. Wir können eigentlich alle dem Markt beitreten. Dann guckt er, was ist denn direkt im Job drin? Ein Less Sending. Ja. Schade, mit 6 Leuten wäre es geiler gewesen. Wie gesagt, mit 3 gegen 3 für schon mehrere Runde. War gut. Das ist halt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass. Nee, warte mal. Nee, es ist schwierig, wenn den Rico eine andere Crew hat. Jetzt hätte man durcheinander gehabt. Aber gucken. Eine ganz blöde Frage, mit wem hatten wir letzte Woche gespielt? Auch so. Auch so, nee, Vierer, ja. Genau. Warte, ich muss noch ganz kurz nach Hause schnappen. Okay. Letzte Woche war. Terrell. Nein, letzte Woche war auch nur 4 Leute, weil wir ja Überlebenskämpfe größtenteils drin hatten. Ich glaube, davor waren wir mal irgendwie zu 5. Da war Jascha mit dabei. Ach, stimmt, warte mal. Das war der Markus, der gekämpft hat auf der Lampe und der Enrico das irgendwann mitgekriegt hat. Na, genau. Ja, stimmt. Stimmt, das war. So, kann man starten? Ja. Die ganzen Folgen muss ich noch schneiden. Ich bin jetzt gerade dabei. Also nicht stimmt. Die ganzen alten Aufnahmen noch zu machen. Aber Markus, ich muss dir extra nochmal den Stream angucken, um zu gucken, wo du dort gekämpft hast, ne? Was noch? Oh, Senior. Hm? Hm? Also Markus und Enrico und Svenja und ich. Also das gleiche Thema letzte Woche. Wenn man weiß, dass Enrico seine Freundin in der Nähe hat und er so, ja, ne? Markus, da weiß man irgendwie, die macht das noch nicht. Sie sagt ja mal, es ist zu früh dafür. Was, zu spät? Nee, zu früh. Achso. Sehr deprimierend. Der Kopfschmerzen, das ist voll deprimierend. Jawohl. Alter. Enrico ist weg. Zwei Fronten direkt verfickt. Was treffst du nie, ne? Der sitzt in dem Bus oder so, ne? Nee, nicht mehr. Ich will, dass man den Namen sieht. Au, jetzt hat er mich. Jetzt stirbt der Kev. Der Schweinemaske, Alter. Ja. Ich fall an diesen einen Horrorfilm. So. Nee, nicht so. Von hinten! Kevin, von hinten! Hallo, wir sind tot. Ach so, Entschuldigung. Nein! Ich hab's auf der Karte noch gesehen, aber ich hab die Kamera nicht drehen können. Egal, alles gut. Also als Tote dürfen wir nicht sagen, okay, gut. Ja, wäre besser so, glaube ich. Hallo? Jetzt. Alles gut. Nö, ja, alles gut, dann will ich Bescheid. Am Morgen hat's ja eh gelöst. Ja. Gut gemacht, ja. Also. Ich glaube, Kev macht mal vor Sven einen Kill, das ist ja auch seltsam. Ja, ich habe schön den Rico weggezogen, weggeholt. Ja, ich hole doch auf der Oberfläche geschossen. Oh, ich treffe nie. Was ist denn das? Der konnte nicht auf beide Seiten fixiert sein, ja, weil ich auf der anderen Seite noch stand. Aber alles gut. Bitte auch. Ja, Enrico ist die ganze Zeit auf seine Freundin fixiert, deswegen. Nicht ja, fixiert, gerade, Junge, ich schreibe mit meinem Handy irgendwelchen Leuten. Ja, das würde ich auch machen.
So, guck mal. Hallo, ich bin Enricos Freundin. Schön, dich kennenzulernen. Nee, das nicht. Pass auf, Sven, der könnte bei dir auf der Seite kommen. Erscheinen. Da kam hinter der Wand. Hab ihn. Ja, denkst du, ich will, dass ihr mich dabei seht, wenn ich komme? Da komme ich natürlich hinter der Wand. Ja. Wenigstens einer, der euch kommt. Brauchst du wohl lieber deine Freundin? Schwierig. Dann wurde Seefahrer sticht und wurde mehr. Jawohl! Ey, ich schieß viel früher, ziel genau auf ihn und er tötet mich trotzdem. Ja, weil der Kopf rausgeguckt hat und ich saß unten in dem Dings drin. Ja, was für Kopf rausgeguckt. Doch, das war ein Kopf. Ja, ich hab dir auch auf den Kopf gezielt. Ja, hast du aber nicht getroffen, aber egal. Genau. Sehr gut. Der Kevin trifft wieder mehr als ich, das ist nicht normal. Ich treffe immer mehr als du, das weißt du. Ach, das, das war aber letzte Woche schon so, dass ich da echt mehr gekillt habe als du. Ja, bei mir ist irgendwie der Wurm drin im Moment. Ich streife nichts mehr. Ich bin doch noch gar nicht bei dir. Okay. Noch. Ja, das war's bei dir. Okay. Enrico, könnt ihr das bitte nicht während der Aufnahme machen? Macht er gar nicht. Hatte da Enrico nie gesagt, das ist das Problem. Er muss ja auch nichts machen, er muss ja nur nach vorne gucken auf den Bildschirm und währenddessen sie auf dem Schoß sitzen lassen. Das geht ja, doch. Stimmt, sie macht den Rest. Und hier sagt sie, das kann ich so nicht stehen lassen. Was das Wort ist. Scheiße, ich hab dich doch gesehen. Aua! Alter, war fast tot gewesen, der Markus. Aber nee, da kam meine irgendwie hinter dem Scheißding nie hinterher. Ach, das Sven ist heute der schlechteste Spieler, meine Damen und Herren. Du hättest mich aber auf der anderen Seite fast gehabt, deswegen bin ich ja geflüchtet. Ich weiß, das war ja das. Dann habe ich auch gesehen, dass du gerannt bist, dann wollte ich dir eigentlich hinterher und dann hing die aber in einem scheiß Balken fest, ey. Du musst dir doch nicht immer alles reinschieben, also echt Sven, ja, schlimm. Na, wenn dann ganz, oder? Ich kann doch nichts dafür, dass er so groß ist. Nicht, dass du hier noch einen Splitter einziehst. Na, da Kevin bringt er nicht. Na dann. Versuchen wir es mal wieder umzudrehen auf. Diesmal habe ich es gerochen. Nein, da oben ich nein. Nicht. Endlich. Was noch?
Sehr gut. Diesmal habe ich gerochen, Enrico, dass du darüber wolltest. Ja, ich habe es gemerkt. Den Markus habe ich auch noch gesehen, aber ich habe nur nicht rechtzeitig lokalisiert, wo der genau stand. Aber gut, dass du das Film noch hast. Ja, da wollte er erst oben lang gehen. Da habe ich gedacht, nee, da schießt du mal schön, da rennt er wieder zurück. Enrico hat den Fehler gemacht, dass er über die Dings gesprungen ist, über die Reifen da gesprungen ist. Und da habe ich ihn dann geholt. So, 2-2. Wie viel gewinnt man nochmal? 3? 4? 4. Ja. Alter, wenn das immer Gleichstand bleibt, also holla die Walze. Ja, das... Klar. Aber ich habe jetzt mal was getroffen, ne? Immerhin etwas. Normalerweise wirst du immer getroffen, ja. So. Auf ein neues. Runde 5. Und mal nicht gegen NPCs. Nee, es wäre ja schlecht. Nein, Mann! Wieso zieht der Moment nach? Lass wieder beginnen. Sven, liegt alles an dir. Ich seh's doch. Schön. Meine Figur kam gerade überhaupt nicht klar. Yes! Jawoll! Sauber! Oh, ich hatte gerade Ladehemmung. Aber Enrico hat, glaube ich, nur eine Pistole noch gehabt. Der hat, glaube ich, die MG weg gehabt, ne? Ja, die war leer. Ja, dann komm doch her. Sehr schön. 3-2. Komm, Sven, das war mal zu jetzt. Das ist mit. Oh. Da haben wir gesagt, dass viel Spaß mit den Zwillen. Hab ich gedacht, willst du mich verarschen? Ja gut, der Markus hat aber nicht gewusst, ob er jetzt runter oder hoch soll. Das war mein Glück, dass der Markus unentschlossen war. Ja. Naja, Sven, wenn wir vorne nicht rein können, müssen wir dich ja verarschen. Oh Gott. Da willst du also hin von hinten rein, ne? Damit kennt er sich aus. Nein. Hoch den Rock, rein den Stock. Bei dir ist es eher ein Zweiklein. Ach so. Nee, deine Freundin. Wir tauschen uns ja aus, wie es so ist. Mhm. Ich tausche gleich bei dir was aus. Was, von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne? Das war wir. Okay. Ja. Nein, ich komme nicht hoch wieder. Lol. Jawoll. Was macht ihr da oben, Alter? Ihr lauft aneinander vorbei. Was geht da ab? Wie, sie laufen aneinander vorbei? Laufen untereinander vorbei. Hab dich. 4-3. Ja, 4-2. Nein, ich war unten. Er war oben. Und er ist dann runtergesprungen. Alter, wer hätte das gedacht, dass ich mit dem Kevin mal ein Spiel gewinne gegen Markus und Enrico? Ja. Kevin, wir dürfen uns was einbilden drauf, ne? Das weißt du. Ja, die Bildung ist auch eine Bildung. Nee, ich bin eigentlich runtergefallen, weil ich da rüber klettern wollte und bin da nicht mehr hochgekommen. Also wir waren wirklich, ich war unten, der war hoch, ist oben lang. Ich habe nur gesehen, dass ihr dort aneinander vorbeigelaufen seid. Da habe ich erst gedacht, was machen die denn dort? Wieder, der eine war, er war oben bei den Reifen und ich war halt runter. Ja, dann ist er runtergesprungen, dann habe ich ihn geholt. Und Markus hat, glaube ich, das Gleiche gemacht. Nee, der Markus wollte erst hochgehen, dann habe ich mich aber nie bewegt, hat er sich gedacht, scheiße, hier laufe ich nie lang. Ich laufe auf die andere Seite.